So, meine lieben Freunde, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Vampire's Dawn. Vampire's Dawn, Reign of Blood. So. Ich habe beim letzten Mal natürlich ein bisschen was gemacht. Ich habe das gemacht, was ich gesagt habe. Ich habe mir hier die ganze Rüstung reingezogen. Ja, dass die ein bisschen stärker sind, habe ein Level abgemacht. Das lag einfach nur daran, dass ich noch ein bisschen Seelen farmen musste. Also ich habe mich mal komplett erfrischt. Beim letzten Mal haben wir Tradan gemacht und beim Farmen ist mir aufgefallen, dass ich dringend die Minen machen muss. Und zwar, ich habe ja jetzt aktuell nur eine Mine, die Silber abbaut, und das ist ein bisschen schwierig. Irgendwie liegt Gefahr in der Luft. Ziemlich viele Skelette hier. Das verheißt nichts Gutes. Ah, hier haben wir das Problem. Elendes Echsenvieh. Ich mache nochmal von vorne, weil ich was vergessen habe. Und zwar kann ich mir jetzt noch einen Golem beschwören. Genau, ich werde jetzt versuchen, die Minen alle hinzukriegen und die mit Skeletten zu besetzen, dass ich, wie heißt's, dass ich ein bisschen mehr Silber abbauen kann, wenn ich nochmal farmen müsste. Golem aus Stein, nun bist du mein. Golem beschworen. Gut. Warum eigentlich nicht? Habe ich irgendwas? Allen Gegnern, einem Gegner. Flammenstrahl trifft alle Gegner. Das war irgendwie... Das macht man Normalangriff. Feuerball hat jetzt nicht wirklich was bewirkt. Das Vieh ist ganz schön stark, muss ich gestehen. Walner muss mal ein bisschen Blut trinken, dann fängt das Vieh hoffentlich an zu bluten. Todeswolke. Ich probiere es mal mit verseuchtem Eisregen. Yelaine macht mal einen Blutstrahl. Naja, 30 Blut ist nicht viel. So, das bringt alles nicht wirklich was. Ich probiere mal normale Angriffe, vielleicht ziehen die... Okay, hat sich erledigt. Super. Starke Seele erhalten und jetzt stirbt du Vieh. Silber abbauen, perfekt. Wie viele normale Seelensteine haben wir denn? 84. Stimmt, der Golem frisst ja voll viel. Ich glaube, der frisst 15, ne? Ich will erstmal ins Statusmenü gucken, was für eine Mine das ist und wie viele Skelette die überhaupt fressen kann. So, Auslastung, Asgas Mine, die haben wir 20 von 20. Uraya Mine, 1 von 10, das bedeutet, wir können noch 9 Stück machen, das ist gut. Ja, der Linksbums hat sich aufgelöst. 8 Skelette noch. Sieben. Sechs. Fünf.
4. Zwei. Eins. Also ein Skelett müssen wir noch machen, dann müsste das eigentlich jetzt sagen, dass wir fertig sind. Gut. So, ich werde jetzt mal so ein bisschen rumlaufen. Ich weiß, wo es noch ein paar Minen gibt. Aber die Gruppe muss ich erstmal ein bisschen erholen. Hier kann man eigentlich so, was Blutsaugen angeht, eigentlich ganz gut klarkommen. Weil die Krieger und die Räuber doch einiges an Blutreserven parat haben. Ich weiß nicht, ob ich alle Minen schaffe in diesem Part. Aber ein paar hätte ich doch schon. Sekunde. So, jetzt geht's. Dass ich so ein bisschen den Zeitstempel im Blick habe. Also hier gibt es noch eine Mine, die würde ich eigentlich schon ganz gerne benutzen, aber das Problem ist, ich glaube, das schaffe ich noch nicht. Das ist die Mine von dem König. Und das ist halt das Problem. Oh je. Irgendwie ist der Mikrofonarm ein bisschen zu kurz für mich. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal ins Schloss. Ins Magiezimmer. Und zwar brauche ich normale Seelensteine. Normale Seele nehme ich gleich alle. Dann habe ich alles voll. Obwohl ich eigentlich hätte die schwachen Seelen benutzen sollen. Weil damit hätte ich dann gleich mir die normalen Seelen gespart. Ich muss gleich nochmal gucken, wer von denen jetzt alles einen vollen Bluttank hat. Bluttank hat und wer nicht. Elaine ist Level 35. Der Aska ist voll, das bedeutet Valner und Elaine muss einmal. Valner kann noch ordentlich vollballern bis 326. Gut, gut, gut. Blutsaugen, Angriff, Blutsaugen, super. So, dann ist die Elaine auch wieder voll. Ich glaube mit 35 gibt es neue Rüstung. Ich habe es gerade... Ich hab's auch gerade erst geschafft. Na, ist egal. Oh, das ist natürlich ein Traum gerade für den Valner. Mist, hier Lane schafft sie zu one-hitten. Gut.
Na, drei wilde Krieger sind an sich ganz geil, weil die erstens normale Seelen geben, zweitens 50 Blutreserven auffüllen. Jo. Hier gibt es aber auch noch Minen. Die Städte kommen noch dran. Aber erstmal möchte ich, wie gesagt, in diesem Part mich um diese Silberminen kümmern. In diesen meisten sind solchen Gebirgsteilen drin. Hier ist nix, da ist was. Was haben wir denn hier? Fähigkeit. Alles klar, Ska. Beschwörungen funktionieren nur in unverwandelter Gestalt. Okay, warte ich die 12? Ist egal, frisst kein Blut. Nein! Okay. Wer wagt es, meine Höhle zu betreten? Für diesen Frevel werdet ihr bezahlen. Ein Feuergeist. Und ein Übermütiger noch dazu. Lassen wir in unseren kalten Stahl spüren. Oh, ist aber ein sexy Feuergeist. Was macht denn mehr Damage? Schattenstrahl probiere ich mal. Ich glaube, die Elaine kann mit ihrem Feuerzeug nichts machen. Tötet einen Gegner sofort, ich probier's mal. Okay, Schattenstrahl funktionieren ganz gut. Eiszeug auch. Ich probiere es einfach mal. Zum Glück greife ich gerade eher mit Dingsbums an. Natürlich doof, dass der Golem geschwächt wird. Aber 64 Damage ist doch ganz akzeptabel. Wir sind stärker als alle Elemente der Erde. Gut gesprochen, Elaine. Die Höhle sieht aus, als könnte man gut Silber abbauen. Und das sollten wir auch machen. So, jetzt will ich mal was gucken. Ich habe 84 normale Seelensteine. Dann will ich mal gucken. Menü. Was sagt das Menü? Wie viel frisst diese Mine? Tranak, nein. Ister, 20. Es müssten 20 sein. 20 mal 5 sind 100. Da müssen wir nochmal ins Dingsbums. Ich könnte, glaube ich, die starken Seelensteine verwenden, weil von denen brauchen wir sowieso noch keine. Aber auf jeden Fall können wir damit erstmal wieder ordentlich Kohle abfahren. So, pipapo. Wie viel haben wir denn jetzt?
wenn das überhaupt die richtige Mine gewesen ist, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja, 12 Stück brauchen wir noch. Können wir noch machen mit unseren Seelensteinen, die wir jetzt haben. Das ist eigentlich krass, da muss ich jetzt schon wieder anfangen. Mal zu farmen. Wie gesagt, Seelensteine farmen und so ein Kram und auch Kohle abfarmen, das mache ich alles auf Screen, Leute. Weil ich glaube, ich hab keine Lust, wie ich einfach mal so ein, zwei Stunden das Spiel im Vordergrund offen habe und nichts mache, nur damit hier die Minen in aller Ruhe Silber farmen können, dass ich mir die neue Rüstung und so einen Scheiß kaufen kann. So. Weißt du was? Ich verwandle die kleinen Seelensteine in normale. Dann müsste ich genug bekommen. Und kann dann die kleinen Seelen, die ich auch gefarmt habe, in kleine Seelensteine umwandeln. Große. In einen normalen Seelenstein, dann muss ich das nämlich nur zweimal machen. Kleiner Seelenstein, einen großen Seelenstein und dann müsste das alles passen. Gut, schwache Seele habe ich noch genug, die könnte ich eigentlich alle wieder herstellen. Ich will mal was anderes probieren. Großer Seelenstein, eher normaler Seelenstein. Und dann mache ich das gleiche nochmal. Kleine Seelensteine in 10 große umwandeln, dann habe ich nämlich gleich 90 verbraten. Und dann noch in einen großen Seelenstein. Dann müsste ich 99 stark große haben, 70 normale, okay. Das ist für mich ausreichend, würde ich sagen. Wir haben aber schon mal 2 Minen ausgebaut. Das ist sehr, sehr gut. Also insgesamt 3. Das gab, glaube ich, aber auch die größte Mine. Gut, maximale Kapazität. So. Welche Mine fehlt uns denn jetzt noch? Tranak-Mine. Das ist die von dem König. Inselmine.
Ich speichere hier mal erstmal. Mit einem Speicherstein. Versuche ich ja immer möglichst zu vermeiden, aber das lässt sich jetzt nicht anders da regeln. Ich glaube, die Inselmine müsste eine kleinere Insel sein. Nicht die in der Mitte, das müsste hier sein. Nee, dann nicht. Ich guck einfach mal, was es hier so alles gibt. Gibt es hier Gebirge? Ja, auch. Aber ist das die? Ich weiß nicht warum, aber diese Mine ist, glaube ich, ultra... Ja, die ist ultra schwach. Können wir zwar schwache Seelen farmen, aber das ist, glaube ich, nicht das, was ich suche. Inselmine könnte natürlich auch hier oben sein. Nein. Gut. Inselmine, Inselmine. Das könnte die hier sein. Nein, das ist eine andere Höhle. Aber auch eine, wo ich sagen würde, erstmal nicht. Eismagier. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt hier schon so weit sind. Ja, super, allein ist gelähmt. Na gut, Eis. Ja, kann schon hinkommen. Inselmine. Irgendwo gibt's eine Inselmine. Die Frage ist, wo? Ich glaube aber... Hier gibt es nur noch die Mine in der Nähe von Schloss Tranak. Nee, hier gibt es nichts. Ich glaube, die Inselmine ist wirklich hier. Hier auch nicht. Es kann sein, dass die Inselmine irgendwo versteckt ist und dass man die erst triggern muss. Bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Deswegen bin ich, was das angeht, erstmal ein bisschen vorsichtig. Hat gerade so noch geklappt. Ich gucke erstmal die Inseln alle ab und währenddessen kann Walner mal in Ruhe ein bisschen nuckeln. Gut, 35. Wer? Die drei. Das sind jetzt Level 35. Oh, das klingt doch nach einem wilden Saugfest. Nach einer Blutorgie. Okay, ja, Blutorgie nicht ganz, aber nach einem Blutgelag. Das sind ja immerhin Vampire. Ja, super. Alain ist schon wieder gelähmt. Die braucht, glaube ich, mal langsam so einen Lähmungsschutz.
Hier unten in der Nähe ist die Tranatmine. Wir könnten natürlich probieren, ob wir die Tranatmine schon hinkriegen. Allerdings würde ich davor gerne abspeichern. Also normalerweise würde mich das hier abfacken, hier ständig Gegner zu bekommen. Allerdings, da ich jetzt den Blutvorrat von denen gerne auffrische, ist das eigentlich ganz gut. Die Alain hat einen richtig krassen Blutvorrat. Also richtig viel. Na gut, weil Alain ist ja auch ein Vampir der ersten Generation, weil sie mit einem Zauber durch so eingemacht wurde. Und Valna und Aska. Aska ist ja Stufe 2, Valna ist Stufe 3, somit schwächer. Alain und Aska sind voll. Hier ist die Tranak-Mine. Wieso ist Aska schneller als Valna? Das ist komisch. Egal. Passt schon. Nehme ich nochmal einen von diesen seltenen Speichersteinen. Das ist die Mine von König Geralt. Sie wird sicher von einigen seiner besten Ritter bewacht. Ich denke, wir sollten aber stark genug sein, um die Mine zu übernehmen. Sollen wir reingehen? Nein, lieber nicht. Und zwar einfach darum, was ich noch einen Golem beschwören möchte. Mine von König Geralt. Ja, passt. Corinna Helder. Welch überraschender Besuch. Schattenstrahl, erstmal die Ritter platt machen. Das klingt doch ganz nice. Yay, Samstagmorgen. Naja, morgen. Ja doch, 8.30 Uhr, das ist okay. Warte mal, Aska kann doch an der nuckeln, dann fängt die an zu bluten. Die ist ganz schön stark, die Trulla. Gegenstand. Ich habe ja noch genug. Obwohl, Hallexi habe ich nur eins. Heiltrank. Heilbalsam. Heilflasche. Na, die große Heilung hat jetzt nicht so viel gebracht. Obwohl der Golem ganz schön schwach geworden ist.
weißt du was, ich mach das anders. Ich hau dir jetzt wirklich ganz viele. ...1500 Erfahrung! Zum Glück ist der Golem noch da. Minenarbeiter, super! So, Walner, Nuckeln und einfach drauf auf den einen Minenarbeiter. Die werden hoffentlich nicht so schnell sterben. Es geht. Also schnell sterben meinte ich nicht, dass ich das schade finde, wenn die schnell sterben, sondern sie aber nur lang genug überleben, dass der Walner mal in Ruhe sich seinen Blutvorrat auffrischen kann. Ja, der löst sich sowieso gleich auf, also von daher ist es relativ egal. Wie viele normale Seelensteine habe ich denn? 35. Das ist ungefähr die Hälfte. Stück noch. Und dann muss ich wieder ins Schloss. Gucken, ob der Walner genug Bluttränke hat. Bluttank. Und dann könnte ich eigentlich mal ins Schloss gehen, könnte man nach meinem Silber gucken. Ich glaube, da ist nämlich doch ordentlich einiges dazugekommen. Gegenstand, normale Seele, starke Seele, aber großer Seelenstein habe ich nicht. Walner hat 300. Erstmal ins Magiezimmer. Ich habe drei starke Seelen. Weißt du was? Normale Seelen. Ach komm. Große Seelensteine kann ich mir immer noch zusammenfarmen. Und zwar mache ich jetzt 99 kleine Seelen. Weil ich einfach bis jetzt noch keine großen Seelensteine brauche. Die brauche ich erst später, wenn wir hier später woanders unterwegs sein werden. Und von daher... können wir auch ruhig ein bisschen verschwenderisch umgehen. Wir können auch neue Dingsbums erlernen. Neue Zauber. Magie-Level 8. Was habe ich denn? Lebensentzug. Ein Gegner wird getroffen. Absorption. Grundschaden 70. Todesstrudel 150. Chance auf Flucht 3. Ist beides geil. Ich brauche mal einfach Lebensentzug. Hört sich geil an. So, Aska, Eis, Schatten, Tod, Blut. Eissturm, Todesstrudel, Heilaura. Nee. Ganze Gruppe wird geheilt. Ist natürlich ganz geil für die Elaine. Ich glaube, ich guck mal, was die Feuermagie bei der Elaine so sagt. F-
Flammen wäre es natürlich auch sehr geil. Klares Denken, ja, nee. Ach, Leute. Obwohl, brauchen wir das so häufig? Komm, einfach Flammenmeer. Feuerfrei, YOLO, was soll der Geiz? Gut. Bevor ich jetzt aber hier wieder mich mit dem Wallner zurück teleportiere, möchte ich ja nochmal in den Kerker. Wenn wir hier sowieso schon im Schloss sind, dann können wir das ganz einfach machen. Ich will aber mal was gucken. In einem von den Türmen gibt es noch eine rote Truhe, wo eigentlich was Geiles drin ist. Dafür braucht der Wallner aber, glaube ich, 200 mental, also den Mentalwert auf 200. Da oben ist ein Geist. Endlich bin ich meiner jetzigen Existenz müde, keine Freude mehr. Endlich ist jemand gekommen, dem ich meine Kräfte... Etwa ich? Ich bin müde, nimm meine Kraft und leb wohl. Hm, na schön. Ich will auch mit Geistern sprechen, die mich dann verstärken. Dauer der Skelettbeschwörung ist ganz nett, aber... Ne, hier ist nix. Jetzt wird's hell, jetzt gibt's keine Geister mehr. Muss mal das Fenster zumachen, es wird langsam kühl, aber ein bisschen frische Luft hier. Lässt sich nicht öffnen, scheiße. Beziehungsweise schade, schade, schade. Ich hätte gedacht, dass ich schon klug genug bin. Aber dem war nicht so. Das ist schon ein riesiges Schloss, das muss man ganz ehrlich gestehen. Ich hätte auch gern so ein Schloss. Ganz im Ernst. Stell dir mal vor, du kommst einfach mal hierher, ey. Willst eine kleine Feier feiern? Hast erstmal so ein fettes Schloss. Jo. Ja, ihr habt 1668. Ja, ich nehme was mit und den Rest wandle ich erstmal um. 12.874 Fila. So, die Verwandlung muss ich beenden und dann wieder die Zuflucht. So, jetzt wird erstmal die Mine komplett voll ausgestattet. Jetzt muss ich nur gucken, wo diese blöde Inselmine zu finden ist. Mir reicht ja schon zu gucken, auf welcher Insel. Ich glaube, in der Wüste nicht. So, die Mine müsste jetzt langsam voll sein. Super. Lecker, die Blutreste. Gegenstand. Jetzt müsste eigentlich nur noch die Inselmine fehlen. Aska, Uraya Tranak, Istamine, Inselmine. Insel, ich muss mal kurz Fenster zu. Ich glaube, das ist wirklich eine Mine, die wir erstmal triggern müssen. Die sind alle voll. Zumindest vom Leben her. Ah, wir machen einfach mal weiter. Komm, wir haben jetzt drei von Dingsbums, drei von vier Minen
Und die haben wir voll ausgesaugt, voll, wie heißt's, ausgelastet. Kann man so lassen. Ich denke mal, darauf kann man sich... Ich mache die jetzt noch voll mit Blut und dann beende ich den Part erstmal, weil dann weiß ich nämlich auch, wie die heißen, wie ich den Part nennen kann. Und dann werde ich einfach mal gucken, dass ich meinen, obwohl ich müsste eigentlich in eine Stadt rein. Asran haben wir ja beim letzten Mal gemacht, haben wir ja vorher schon gemacht. Tradan haben wir auch schon gemacht. Walna ist voll, es fehlt nur noch Elaine und Aska. Gut, 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 gut. Wir überraschen den Gegner, das ist doch perfekt. Blutsaugen, Blutsaugen. Ich glaube, die bis auf Elaine sind jetzt alle voll. So, dann lassen wir die Elaine noch ein-, zweimal nuckeln und dann sollte das kein Problem sein. Doch, ich glaube, die Zauberin hat 90 HP, meine ich. Gut, damit ist die Gruppe jetzt voll. Wir haben wieder ein paar Seelen. Silberbarren. Ich will aber vorher noch mal in eine Stadt rein. Und dann gucke ich nachher noch mal... ob wir uns eine neue Rüstung gönnen können und wie viel Kohle die kostet. Kritischer Schaden, nichts. Oh Mann, ich glaube, wir sind echt ein bisschen überberüstet. Na komm, weißt du was, nehme ich einfach den Fledermausmantel. Hier oben ist noch eine Stadt, die habe ich noch gar nicht angeguckt. Uruya.
Hallo, ich habe viele gute Rüstungen. Ja, es wird wieder ordentlich. Puh. Gut, dann würde ich hier mal einen Schnitt machen. Wir sehen uns dann irgendwo auf der Weltkarte, weil Uruya will ich noch nicht machen. Ich will erst die anderen Städte machen. Danke fürs Reinschauen, Leute. Macht's gut, bleibt sauber und ja, vielleicht können wir uns das als Premiere gemeinsam angucken. Bis dahin. Ciao.